Willkommen zurück zu Dark Brotherhood. Wir suchen ein Opfer. Es gibt Chicken Wings für alle. Ich habe in der letzten Folge einen Mord an einem Huhn begangen. Und das Huhn wurde erfolgreich getötet. Ah, dieses Let's Play ist für Kinder unter 18 Jahren nicht geeignet. So, es geht übrigens, die Aufmerksamkeit der dunklen Bruderschaft zu erregen. Das geht aber erst, wenn ich weiß, welchen NPC ich nehmen kann. Ohne dass da Wachen dabei zuschauen. Oh, das ist ja geil. Moment. Bildermodus an. Hier sind viel zu viele Spieler. Eigentlich müsste ich... Um 0 Uhr, viel zu viele Spieler hier, ernsthaft. Das ist so geil, das muss ich auf dem Bild haben, aber bitte ohne Dolch, danke. So. Ich will jetzt auch keine Wache abstechen. Weil die können sie schlagen doch zurück. Was ist? Gibt's für Ziegen auch etwa Errungenschaft? No chickens worse harmed in this Let's Play. Böser Schäfer. Böser, böser Schäfer. Errungenschaft freigeschaltet. Tötet eine Ziege oder ein Schaf aus einem Viehbestand. Das ist geil. So, vielen Dank fürs Zusehen. Wir haben ein Opfer. Moment. Senna Moonbolt. Du wirst leider ein Opfer. Mörder. Tötet einen Bürger Tamriels. Und nun sind wir kriminell. Wenn wir schon mal kriminell sind, können wir es auch gerne mitnehmen hier. Ist da nicht das Geisterhaus aus Oblivion? Weiß ich nicht. Ich war... Obwohl, könnte sein, ne? Ich kann mich da nicht mehr erinnern an Oblivion. Entdeckt und entleert ein Diebesgut der Diebesgilde. Kopfgeld habe ich nicht, ne? Nö. Mich hat niemand erreicht. Sucht nach Amelie Crow bei den Docks von Anvil. So, nachdem... Nicht sehen, dass ich beschäftigt bin. Nachdem wir die Ziege gekillt haben... haben wir auch unseren ersten Mord begangen. Sehr, sehr böse. Eigentlich spiele ich tatsächlich nicht so gerne, aber naja, gut. Was leuchtet da? Scheiße, ich müsste übers Wasser dafür. Ne. Mein Charakter, also hier, Dandara, mag gar kein Wasser. Das ist die Katze. Katzen mögen kein Wasser. Wir suchen andere Wege. Euer Paket wurde gesichert und eure Anzahlung ist eingegangen. Es kann losgehen, wenn ihr die rauffüßligen Gua anlegen seht. Trefft mich nach Mitternacht an Kai, um eure Lieferung entgegenzunehmen. Haltet nach einem versiegelten Fass mit einer blauen Flamme auf dem Daubenausschau. Was ist ein Dauben? Legt euren Goldsack auf das Fass, so wo ich ihn sehen kann. Dann findet die Übergabe statt. Sobald ich euer Gold zähle, kippen wir das Fass auf eure Seite und ihr rollt es direkt von den Docks zu euch nach Hause. Genauso wie ihr es auch mit einer Lieferung Fisch oder Äpfeln tun würdet. Ich habe eine Vereinbarung mit dem Dockmeister getroffen, sodass keiner von den Rotsegeln euch aufhalten wird. Falls doch, sagt ihm, ihr liefert Mausfleisch aus. Dann wird er verstehen. Falls ihr euch wegen Lärm oder Geschrei aus dem Inneren des Fasses sorgt, das braucht ihr nicht. Darum werde ich mich kümmern, bevor wir anlegen. Ich habe da einen besonderen, selbstgebrauten Trank. Euer Paket wird dem ganzen Weg bis nach Hause mucksmäuschenstill sein, selbst wenn ihr es über die Straße rollt und schubst. Ich werde euch einen weiteren Trank geben, um die Wirkung des ersten aufzuheben. Ich bin sicher, ihr werdet mit meiner Lieferung mehr als zufrieden sein, doch solltet ihr einmal genug von ihr haben, kann ich innerhalb weniger Tage eine weitere besorgen. Falls ihr das wünscht. Wo diese Lieferung herkommt, gibt es jederzeit mehr davon.
sofern ihr über die nötigen finanziellen Mittel verfügt. Okay, da werden Sklaven verrollt. Das Regen ist scheiße. Das Wetter ist scheiße, meine ich. Es regnet. Bäh. Aber es sieht doch so ein bisschen aus, als wäre es kaiserliche Baukunst hier so ein bisschen, ne? So eine Mischung aus kaiserliche Baukunst und Baukunst der Aligre-Leute. Also Rotwadon. Die ja auch so ihre Möglichkeiten haben. Also NPCs haben wir schon umgebracht. Also der Charakter funktioniert ziemlich gut dafür. Hüpf, hüpf. Der Charakter läuft echt lustig aus diesem Blickwinkel. Ihr da, wartet doch bitte einen Moment. Ja, ich warte. Entschuldigt die Störung. Ich habe euch gesucht. Kann dieser euch bei euch irgendetwas behilflich sein? Mir nicht. Aber ich habe etwas für euch. Einen Brief. Er ist vertraulich. Privat. Ich habe ihn hier irgendwo. Ja, hier ist er. Interessant. Ich soll auch eine mündliche Einladung zu einem Besuch des Leuchtturms aussprechen. Komisch, dass man das nicht einfach in den Brief geschrieben hat. Leuchtturm? Ja, der Leuchtturm von Anvil. Ein kleines Stück hier entlang. Der Absender trug mir auf, euch nach dem Überreichen des Briefs den Weg dorthin zu weisen. Gut, dass ich euch gefunden habe. Nachdem ich den ganzen Tag nach der Frau mit der Augenklappe suchen musste, dachte ich schon, es würde eine lange Nacht werden. Und die Frau mit der Augenklappe? Amelie Crow. Ihr kennt sie? Ich händigte ihr einen Brief aus, gleich dort bei den Docks von Anvil. Ich habe keine Ahnung, warum sie danach so schnell los wollte, aber sie schien sich wirklich zu freuen, das Schreiben bekommen zu haben. Wie dem auch sei. Ich habe noch mehr Sendungen zu überstellen, bevor ich mein Tagwerk ruhen lassen kann. Lebt wohl. Okay, wir können mehrfach... Mögen die Götter euch behüten. Wir können mehrfach uns denken, was das heißt. Schlechteren... Ja, das könnt ihr auf YouTube lesen. Bestimmt tolles Buch. So, was haben wir denn bekommen? Ein Brief, eigentlich. Oh nein, eine Hand. Die schwarze Hand Mordors. Okay, also... Sauron wird Elder Scrolls Online angreifen. Auf jeden Fall sollen wir zum Leuchtturm. Wir müssen aufpassen. Wir müssen wirklich aufpassen, weil sonst überrennen uns die Armee der bösen Krieger. Carlotta Censorinus. Typus NPC. Status zensiert durch Artikel 13. Tod durch Artikel 13. Ja, ich habe den Ring ins Feuer geworfen. Und das haben die nicht gefallen. Was mir auch nicht gefällt, ist, wenn mir Spieler in den Rücken oder ins Gesicht reiten. Dann muss ich sie leider alle töten. Den Leuchtturm von Anvil entdeckt. Was haben wir hier? 5 Millionen Spieler. Und die Entlarvung des Bösen. Ich habe die Nase von den Schurken und den Ganoven voll, die unsere einst so großartige Stadt Quatsch in eine Kloake der Kriminalität und Verderbtheit verwandelt haben. Und wisst ihr, wer die Schlimmsten unter dem ganzen Gesindel sind? Es sind nicht die Schmuggler oder die Banditen oder die Piraten. Es sind diese Schlangennester, dieses Schlangennest, diese geheime Kult, der vorgibt, einem seriösen Geschäft nachzugehen. Oh, eine von euch haben ein Flüstern vernommen. Einige von euch kennt die Legenden doch nur. Ich habe die ganze blutrünstige Wahrheit erfahren. Und nun besteht mein Plan darin, diese brutalen Fanatiker an das helle Tageslicht zu zerren.
Dunkle Bruderschaft, macht euch bereit, als die Feigenmörder entlarvt zu werden, die ihr in wirklich seid. Ich habe unter dem Papier meines Schwagers diesen unvollendeten Brief entdeckt. Unvollendete Brief entdeckt. Zusammen mit einem Tagebuch voller Beweise, Anekdoten und haarsträubende Spekulationen über diese vermeintlich religiösen Asketen, die ihre dunklen Gaben an den Meistbietenden verkaufen. Aber wenn ich dies nicht hieb- und stichfest beweisen kann, hege ich selbst über das Schicksal meines Schwagers nicht den geringsten Zweifel. Er ist nicht gestorben, weil er einen verdorbenen Rotpilzeintopf gegessen hat. Nein, er wurde diesen kranken Kultisten, die dem Flüstern der Nacht gehorchen, brutal ermordet. Um Himmels Willen. Erst ist mein Schwager. Nun mein Ehemann. Wie spricht da eigentlich eine Frau oder ein Mann? Wer hätte ahnen können, dass die Männer in ihrer Familie so gebrechlich und anfällig dafür gewesen sind, in solch jungen Jahren zu sterben? Vielleicht steckt mehr hinter dem, was den beiden Brüdern widerfahren ist, als diese offensichtliche Schlussfolgerung. Man will uns glauben machen, dass zwei Leben von nur eine... Dass zwei vor Leben nur so strotzengesunde Männer in ihren besten Jahren einfach tot umkippten, während sie an ihrem Tisch saßen und schrieben. Ich habe mir die Briefe der beiden im Begriff waren zu verfassen genau durchgelesen. Habe mir das belastende Tagebuch mit allen seinen Geschichten von Auftragsmorden und dunklen Ritualen, die in tiefster Nacht vollführt wurden, noch einmal angesehen. Ich habe alles gelesen und ich kann nur zu dem Einschluss kommen. Mein Mann und sein Bruder starben eines natürlichen Todes. So etwas wie ein kultbezahlter Mörder, der an der Goldküste operiert, existiert nicht. Und jeder, der euch etwas anderes erzählt, wird womöglich genauso enden wie mein geliebter Ehemann und sein nichtsnutziger Bruder. Jedem, der dies vielleicht lesen mag, möchte ich sagen, dass ich das Tagebuch verbrenne und mit diesem ganzen Mörderunsinn abschließe. Wie dem auch sei, ich werde in absehbarer Zukunft wahrscheinlich einen Rotpilzeintopf mehr zu mir nehmen. Und sterben. Das sieht ziemlich scheiße aus hier. Oh. Tja. Einen in den Unterleib und einen in das Herz. Wer bist denn du? Kommt näher und lasst mich in eure Augen schauen. Ohne Reue, ohne Gnade. Was für eine Kamera. Ja, ihr habt die Augen einer Mörderin. Wie viele Leben endeten mit einem Blick in diese Augen? Genug, dass die Mutter der Nacht es offensichtlich bemerkte. Was uns beide zu diesem Augenblick und an diesen Ort führte. Ihr habt nichts zu sagen? Das kann ich verstehen. Ich bin ein Sprecher für die dunkle Bruderschaft. Ich spreche mit der Stimme der Mutter der Nacht. Wir haben euch beobachtet. Ihr bringt vielen den Tod, wenn auch ohne tieferen Sinn. Wir können das ändern, falls ihr gewillt dazu seid. Maso unter uns. Ein Huhn, eine Ziege und erst dann kam ein Mensch. Stille ist die Musik, Sitis. Also werdet ihr uns womöglich gute Dienste leisten. Doch zunächst müssen wir feststellen, ob ihr würdig seid, der dunklen Bruderschaft beizutreten. Ihr raubt recht leichtfertig Leben. Und wir wissen, dass ihr töten könnt. Nun zeigt uns, dass ihr auch zu gehorchen vermögt. Wunderbar. Wir werden sehen, wie gut ihr Geschäft und Mord miteinander verbinden könnt. Aber erlaubt mir bitte, euch erst noch ein Geschenk zu machen. Ich werde euch beibringen, wie ihr euch eines der besonderen Werkzeuge unserer Zunft bedient. Ich gewähre euch Zugriff auf die Leidensklinge. Sie ist schärfer als jeder andere Dolch, der euch zur Verfügung steht. Und sie soll eure Waffe sein, so wie Lautlosigkeit eure Rüstung ist. Führt die Klinge aus den Schatten heraus und lasst ihre Schneide eure Beute zu Sitis schicken. Diese nimmt euer Geschenk an. Im Gegenzug erwarte ich unerschütterliche Treue und gnadenlose Effizienz. Sprechen wir nun über die vor euch liegende Aufgabe. Ein Mord soll einen Bund zwischen uns besiegeln, gezeichnet in Blut. Der kaiserliche Adlige Fürst Quintus Jarol wurde durch ein schwarzes Sakrament für den Tod ausersehen. Eure Aufgabe ist ganz einfach. Findet Jarol
und tötet ihn. Warum wurde er für den Tod ausersehen? Es obliegt nicht uns, diese Frage zu stellen. Vielleicht nur so viel. Er hat jemandem so sehr geschadet, dass dieser das schwarze Sakrament vollzogen hat. Die Mutter der Nacht hat dieses Gebet erhört und nun muss Jarol sterben. Dies ist die Aufgabe, die ich euch stelle. Ich werde fürs Gwindos Jarol töten. Hervorragend. Anwesen des Adligen befindet sich nordwestlich von Anvil an der Goldstraße. Wie ihr die Hinrichtung durchführt, obliegt allein euch. Sorgt nur dafür, dass Fürst Quintus Jarol durch eure Hand stirbt. Dann ist euer Aufnahmeritual in die dunkle Bruderschaft abgeschlossen. Wer ist die Mutter der Nacht? Unsere unheilige Matrone und die eine wahre Braut Sitis. Wir sind ihre Kinder, die sie auf ewig in ihre kalte, liebende Umarmung geschlossen hat. Dann ist die Mutter der Nacht eure Anführerin? Es wird noch mehr als genug Zeit für Fragen sein, sobald ihr die vor euch liegende Aufgabe abgeschlossen habt. Ihr sollt nur wissen, dass sie auf euch achtet. Sie liebt euch, wie sie alle ihre Kinder liebt. Enttäuscht sie nicht. Was ist das schwarze Sakrament? Das schwarze Sakrament ist das Ritual, mit dessen Hilfe sich ein Auftraggeber die Dienste der dunklen Bruderschaft sichert. Unter Zuhilfenahme eines Abbilds des beabsichtigten Opfers fleht der Auftraggeber die Mutter der Nacht an, einen Assassinen zu schicken, der dem benannten Leben ein Ende bereitet. Ohne Reue, ohne Bedauern. Dann ist die dunkle Bruderschaft also eine Gruppe gedungener Morchelmörder. Wenn man es einfach ausdrücken will, ja. Das Leben der Unschuldigen wie der Schuldbeladenen liegt in unserer Hand. Und jede Seele geht an Sitis, solange der Preis dafür entrichtet wird. Der Tod ist unsere Kunst, unsere Religion und unser Handwerk. Und das Geschäft läuft immer gut. Irgendwelche weisen Worte, ehe ich mich aufmache, den Adligen umzubringen? Die weise Reisende fragt nach der Richtung, bevor der Weg sich gabelt. Schon wieder ich gesagt. Zögert nie, euch auf ein anderes Mitglied der Bruderschaft zu verlassen, sobald eure Initiation vollendet ist. Ich nehme an, ihr wollt wissen, was euch auf dem Anwesen des Adligen erwartet? Diese schätzt, das wäre schon mal ein Anfang. Zum Töten braucht man kaum besonderes Können. Aber um an sein Opfer heranzukommen, darin liegt die wahre Aufgabe, nicht wahr? Oh, ja. Hohe Mauern, verschlossene Tore und bewaffnete Patrouillen schützen das Anwesen. Es gibt noch einen anderen Weg auf das Grundstück, falls es euch interessiert. Welchen? Unter der verwelkten Rose verlaufen einige Schmugglertunnel, die geradewegs in den Hof des Anwesens führen. Das ist die Route, die ich nehmen würde. Und vergesst eure Dietriche nicht. Jarol ist ein vorsichtiger Mann. Er lässt keine Tür hinter sich unverschlossen. Was ist die verwelkte Rose? Die verwelkte Rose? Ein kleines Gasthaus vor der Stadt. Es wird von Mutter und Tochter geleitet. Beide ganz reizend, doch das Geschäft lief schlecht. Die Schmugglertunnel bieten ihnen eine andere Möglichkeit, ein Auskommen zu finden. Und sie sind für eure Bedürfnisse bestens geeignet. Okay. Leidensklinge, nutzt C, um euren Opfer aufzulauern und dann... Die Tasse habe ich nicht, wenn ihr in Position seid, um euer Ziel sofort auszuschlachten. Neutral oder feindlich Humanoide einsetzen. Verbündete sind ausgeschlossen. Okay. Da muss ich wohl mal eben hier hoch. Und... Oh, nice, guck mal. Sehr schön. War es jetzt nur per Zufall oder ist das immer so? Das ist wegen diesem Dingsterbumster. Das ist ja geil. Das hatte ich jetzt erst. Cool. Warum gibt's das nicht immer? Gut, ich muss mal kurz die Steuerung ändern. Und bei der nächsten Folge geht's weiter.